heißt immer, es heißt immer, jemand hat einen Satz in den Raum gestellt. Ne? Und wenn man genauer hinguckt, steht der Satz gar nicht im Raum. Aber wenn man ihn mal wirklich in den Raum stellen würde, dann, also rum und länger rumstehen würde, dann würde man sofort sehen, dass dieser Satz also so genial ist, nicht? Das ist also, dass es einen Sinn hat, ihn in den Raum zu stellen. Jetzt stelle ich mal den Satz wirklich in den Raum. Und dieser Satz lautet, sehen Sie mal, was das für ein toller Satz ist. Es muss grundsätzlich erlaubt sein, über alles noch einmal neu nachzudenken. Das ist ein Satz, ne? Ich meine, ein toller Satz, ein genialer Satz. 10 Wörter. Aber den muss man erstmal in dieser Reihenfolge, nicht? Das muss man erstmal schaffen. Und 10 richtige Wörter, also über alles neu, fabelhaft. Und nun werden Sie sich natürlich fragen, wer kann diesen Satz in den Raum gestellt haben? Das ist ganz klar, also Otto Rehhagel. Gut, könnte sein, aber kühl. Thomas Gottschalk, ja, durchaus möglich. Vielleicht hat er über Lippert nachgedacht, aber nein, es ist sehr, sehr kalt, sehr kalt. Könnte auch ein anonymer Bräutigam gewesen sein am Standesamt, den sie gefragt haben, ob er die Wahl annimmt. Da hat er gesagt, es muss grundsätzlich erlaubt werden. Nein, das war es natürlich nicht. Sie werden es geahnt haben, es war unser Bundeskanzler, der diesen Satz, der diesen Satz auf die Frage von Wickert, von Uli Wickert, wie es denn nun weitergehen soll, wie gesagt, in den Raum, danach ergab sich sofort, es wurde danach sofort am nächsten Tag eine Aussage-Konfliktkommission, also eine Wortfindungskommission mit einem zur Erarbeitung eines Papiers, eines Strategiepapiers im näheren Bereich erfasst, und die mussten dann für den Vorortverkehr im kleinen CDU-Bereich quasi als vorläufige Denkansatzhilfe, mussten sie dann den Sockelsatz Römisch 1 erarbeiten, und der lautete: So wie bisher kann es auf keinen Fall weitergehen. So, den habe ich jetzt auch mal in den Raum gestellt. Und natürlich kam sofort die Idee, unser Kanzler wollte einmal grundsätzlich neu nachdenken, zumal ihn der Schäuble sofort angerufen hat und hat gesagt, wir haben den Satz, es geht weiter, so wie bisher kann es auf keinen Fall weitergehen. Der Meinung war nun der Kohl überhaupt nicht, weil er sagt, an allem, was ist, ist nie der Verursacher schuld, also ich, sondern die Krise selbst. Nicht? Wenn noch einmal grundsätzlich nachgedacht werden muss und es muss noch einmal alles neu sein, und wenn es erlaubt ist. Oder so ähnlich. Ja. Krisen, sagt er, haben andere haben auch Krisen. Und die Deutschen haben immer alles, was die anderen auch haben. Nur eins hatten die Deutschen nie, und das haben sie jetzt auch: kein Geld. Jetzt, ja, wo ist das Geld hin? Also vor 10 Jahren an die Macht gegenschert wurde, da war es, das stellen Sie mal vor, heute wird es heißen, gekinkelt, das wäre dann furchtbar. Das wäre furchtbar. Schon die Gänse besser. Also vor 10 Jahren, also an die Macht gekommen wurde, da war es tatsächlich, war das Geld weg, weil die Sozialdemokraten hatten es natürlich alle in überflüssige Sozialpipelines gepumpt, und da rief er sofort, können Sie sich noch erinnern, Kassensturz, hat er immer gerufen, Kassensturz vor 10 Jahren. Dann hat er Helmut Schmidt gestürzt, aber nicht die Kasse. Und alles mit diesem umwerfenden Satz, so wie bisher kann es auf keinen Fall weitergehen. Ja, und da kann man gleich mit dem anderen Satz wieder antworten. Es muss grundsätzlich gedacht werden, was erlaubt ist. Oder es muss nicht grundsätzlich erlaubt werden, was gedacht wird. Also nach dem Vorsatz, Sie kennen ja das alte Motto, quod licet Jovi, non licet Bovi. Oder mit anderen Worten, ein Kamel muss eben klein genug sein, damit es durchs Nadelöhr geht. Oder ein Elefant geht nie durchs Nadelöhr, wenn er weiß, dass das Kamel schon nicht durchgeht. Ja, das ist. Wenn ich jetzt so weitermache, dann muss ich mir selber sagen, so wie bisher kann es mit mir absolut nicht weitergehen. Nicht? Dann komme ich nämlich in eine Sinnkrise. Haben Sie auch eine Sinnkrise? Ja, jeder hat eine Sinnkrise.
Sie haben euch alle eine Sinnkrise, hat doch jeder wie Bandscheibe, jeder hat eine Sinnkrise und jeder stellt Sinnfragen. Alles richtig, wichtig geht es Ihnen, ist keine Sinnfrage. Richtig, hat ja zum Beispiel der Senator Nunn aus den USA, hat eine große Sinnfrage gestellt, hat die Frage gestellt, was machen unsere Soldaten in Somalia? Ja, das ist die Frage. Er hat den Verdacht gehabt, dass seine Ranger nur deswegen dort sind, um diesen Oberbanditen aus Somalia, den Aidid, zu fangen. Und das kann verdammt und peinlich schief gehen, nicht wenn man bedenkt, wie quietschlebendig dieser Saddam von Bagdad noch heute ist, weil er so boshaft gewesen ist, immer nicht in dem Hause zu weilen, das die Amerikaner gerade in die Luft gejagt haben. Ja. Jetzt waren Sie ja in Mogadischu, waren Sie ja nahezu zweimal dran, hätten Sie es ja fast gehabt. Nicht, da hat man den Ranger, Sie kennen die Rangers, das ist diese Truppe, die sind so harte Männer, nicht, also da, wenn wirklich einmal Gefühl aufkommen sollte, dann weinen die Eiswürfel. Und denen hat man einen Tipp gegeben, Aidid was hier oder Aidid ist hier oder will hier sein in der nächsten Zeit und haben sofort das gesamte Stadtviertel abgesperrt, drüber, leichte Allergie. Tränengas, Türe auf, Eintritt und drinnen standen vier zitternde Mitarbeiter der UN. Ja, aber ich meine, um ein Haar hätten sie, nicht wahr? Dabei wäre die Lösung viel besser, weil das ist ja auch inzwischen angeboten worden von Gotthilf. Sie kennen den Gotthilf, der Erfinder der Fischerfolter. Das ist dieser Mann mit diesen furchtbaren Erfolgen. Und der hat versprochen, er wird also mit seinen ganzen Tausendschaften wird er runter nach Mogadischu fliegen mit seinem gesamten musikalischen, mit seiner Eingreiftruppe. Und hat er gesagt, dann werden sie das Haus von Aidid umsingen. Umsingen. Er hat versprochen, 24 Stunden lang schwarzbraun ist die Haselnuss. Und ich sage Ihnen, nach 2 Stunden kommt der Aidid, aber weg. Jetzt kommt noch eine andere Frage. Ich muss mich ja fragen, was machen unsere Soldaten in Somalia? Ja, die holen Wasser für die Inder, die Franzosen und die Engländer. Und was machen die? Ja, die sind eben nur da, damit die Somalier sich nicht gegenseitig umbringen. Und was machen die wieder? Die warten, bis die weg sind. Und wenn die weg sind, was dann? Ja, dann bringen sie wieder um. Und da hat der Volker Rühe, der dort mal hinuntergestolpert hat, der das wollte ich wirklich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Der dort runtergeflogen. Das passt auch nicht. Der rausgeflogen wurde nach Somalia, der hat dort gesagt, Deutschland verliert an Glaubwürdigkeit, wenn es das nicht mitmacht. Ja, also da muss doch jemand jetzt mal eine Sinnfrage stellen und die müsste lauten... Was sagt eigentlich der SPD dazu? Ja. So wie bisher kann es auf keinen Fall weitergehen. Möchten Sie mal sehen, wer in 20 Jahren Ihre Rente bekommt? Ich meine, lass doch jetzt, den meinst du jetzt? Ja, ja. Lass ihn doch in Ruhe, du kennst ihn doch gar nicht. Das muss ich auch gar nicht, das entscheidet über ihn, weiß ich. Was denn, wieso denn? Wahrscheinlich Deutscher, kostet zu viel. Zu teuer, der Mann. Viel zu teuer. Was sagt denn nicht so ein Unsinn? Wer sagt denn so ein Unsinn? Wie bei den industriellen, in Arbeit stehenden Politikern. Ja, das stimmt. Ich habe in der letzten... Ja. Ich habe es auch gemerkt, die reden immer zu uns in der letzten Zeit, die sind richtig böse auf uns. Sind sauer auf uns, sind eingeschnappt, ja. Aber ich meine, ehrlich gesagt, so konnte es mit dem Deutschen auch nicht weitergehen. Also, das stimmt, schon von Geburt an ein Fehlstart. Ja. Dauert ewig und bis sowas dann mal was abwirft für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Bis sich sowas ausgespielt hat und bis man es mal aus der Schule gelockt hat und bis sowas mal angefangen hat zu arbeiten, hat es schon Alterserscheinungen. Ja. Jahrzehntelang nur blau machen. Ja, und dann rot wählen. Und wenn es hochkommt, hat so einer am Ende höchstens mal 50 Jahre gearbeitet. 30. Nee, 50. Nein, Kohl hat es gesagt, 30 also. Jahre, der hat gesagt, der Deutsche arbeitet nur, oh, halt, der hat schon die 14 Jahre Regierungszeit von der SPD abgerechnet. Aber damit ist jetzt Schluss, ab jetzt wird durchgearbeitet bis 75. Jawohl, mit gleitender Lohnminderung. Ja.
Krankheit gilt nicht mehr als höhere Gewalt. Sondern als Gewalt, die vom Volk ausgeht. Ja, und ab 75 dann in den Urlaub bis zum Ende. Unbeschränkt, unbezahlt. Ich meine, aber es konnte wirklich so, es konnte so wirklich nicht mehr weitergehen. Also, dass ein deutscher Arbeiter so teuer ist wie 10 Ungarn oder 17 Tschechen. 18 bereits. Polen und 70 Russen. Oh, lieber Gott, ja. Mein Gott. Der Wirtschaftsstandort Deutschland wird erst dann wieder bombensicher sein, wenn der Taiwanese sein T-Shirt in Chemnitz nähen lässt. Ja. Und Ziel des DDD, was? Des deutschen Dumping-Deppen, einmal soll es so sein, hinter einem Taiwanesen stehen 55 drohende Deutsche. Ja, so kann man, nein, so kann es sein. Also, ich hab's schon gewusst, also bei der Probe war ich schon gemerkt, das geht nicht. Nein, geht nicht. Was wird das die FAZ da sagen und so? Ich meine, das geht nicht. Nein, man kann es. Stell mal vor, ich wäre Unternehmer. Ich hätte nichts dagegen. Es wäre mir unangenehm. Ich wäre nicht gern unter immer diese vielen fremden Leute um einen rum und immer diese gelben Blicke, diese neidischen gelben Blicke, ja, auf das, was mir gehört. Und dann, wenn man mal die Bude zumacht, dann nehmen sie es alle persönlich. Hier kommen die Tränen langsam. Ja. Und, der Solidarpakt, mein Lieber, nimm mich mal ernst, der Solidarpakt gehört für alle. Nicht? Das ist schon aus dem Text, aus dem Wort heraus, das ist lateinisch. Nicht? Soli kann man auch weglassen. Dare heißt geben. Gebeugt, dare, do, dedi, datum. Das heißt, es ist eine Frage der Verantwortung, wann man gibt. Ja, ich habe so Ohrenschmerzen. Kann das von dem... Ja, Entschuldigung, schon zum Solidarstand gehört auch, dass man zuhören kann. Ah ja, das hat schon der Standortkommandeur Helmut Schmidt mal gesagt. Das kennst du wahrscheinlich. Ja, natürlich. Du bist her, kannst auf gar keinen Fall. Nein. Der Helmut Schmidt hat gesagt, es geht nicht, dass wir immer nur reden und die anderen hören uns zu, sondern die anderen müssen uns auch mal zuhören, wenn wir reden. Das ist ganz wieder gesagt. Das heißt, der Arbeiter soll sich jetzt vielleicht noch Gedanken um den Unternehmer machen. Wie wär's denn mal mit einem Sozialplan für Unternehmer? Ja, bitte schön, warum denn nicht? Entschuldige mal. Ja, wenn ich dich entlassen muss, schweren Herzen, ja. Weil ich pleite bin. Ja. Nicht? Was machst du? Du sitzt zu Hause in einem bequemen Sessel und zählst dein Arbeitslosengeld und baust dann abends Häuser, nicht? In der Nacht, nicht? Und was mache ich? Wo sitze ich? Du sitzt dann in dem Haus, das ich gebaut habe, aber das läuft auch im Namen deiner Frau. Das ist ein Unfall! Das ist deine alte Sicht von des Unternehmertums von vor 100 Jahren. Das letzte, was du gelesen hast, kann doch nur Gerhard Hauptmann gewesen sein. Ja. Weißt du, und du bist ein Neckermann. Was? Ein Mann von Till Necker. Ach so, nein. Präsident vom BDI, vom Deutsche Industrie. Weißt du, was er gesagt hat? Ja. Man muss die Krise nützen. Jetzt sind die Menschen reif dafür. Ein hübscher Satz. Meine, solche wie du, die werden im Moment gebraucht. Du bist Simon, hast du schon mal was eingeführt auf der Spendenkonto von Necker? Vielleicht Aktion Künstler für Necker, Solidarität. Ach, soll das vielleicht Spott sein, ja? Der Sprette sagte das, entschuldige mal. Es muss doch grundsätzlich erlaubt sein, alles... Ja, genau, das redet er auch schon so. Ja? Ich meine, man muss dem Arbeiter nur möglichst lange einreden, dass er an der Krise schuld ist. Irgendwann glaubt das wirklich mal. Man muss nur unverschämt genug sein. Eines Tages sitzt der Arbeiter zu Hause und denkt, Donnerwetter, seit Tagen schläft er schon nicht mehr. So kannst du nicht mehr weitergehen. Das steht mir gar nicht zu, ich habe überzogen. Im Kühlschrank liegt was zu essen. In der Garage steht ein Kleinwagen, die Kinder gehen zur Schule, lernen sogar Latein. Ei. Die Frau muss noch nicht alles bei Aldi kaufen. Nächstes Wochenende ist wieder frei, ich habe fließend warm und kalt Wasser, so kann es nicht weitergehen, Zeit zu verdienen. Und dann komme ich morgen in die Firma, da stehen die 70 Russen da. So, selber schuld, ich bin ganz alleine, stimmt selber nicht. Schuld. Stimmt überhaupt nicht, niemand ist selber schuld. Zum Beispiel, wenn du bei Grün über die Kreuzung fährst und ein anderer fährt hier rein. Ja. Dann ist der andere schuld. Das meine ich auch. Aber du bist nicht unschuldig. Wieso? Weil du stur auf deinem Grün beharrst, verstehst du? Und der andere, vielleicht geht's ihm nicht gut, ist krank, sein Job ist weg, ne? Der hat dazu noch den Nachteil, dass rot ist. Mit einer Ampel kann man heute nicht mehr alle Schuldfragen lösen. Ach, ich glaube, ich habe jetzt verstanden. Du meinst also, der Arbeiter ist dann schuld, wenn es der Firma schlecht geht, weil er sozusagen 20 Jahre schon immer viel zu teuer war. Das heißt, der Unternehmer hätte sich diesen Mann nie leisten können. Aber sozial eingestellt, wie der Unternehmer ist, ich meine, legt da gerne mal ein paar Mark drauf, nicht wahr? Und jetzt macht der Unternehmer nichts anderes, als jetzt auch mal den Arbeiter mal zu bitten, sagen wir mal, für die nächsten 20 Jahre auf das eh schon viel zu viel eingezahlte Geld, nicht wahr, zu verzichten, damit die gleichbleibenden Gewinne mal wieder sich erholen und der Arbeiter vor allem seine Schuld... Dein Schuldgefühl mal los. Völlig falsch. Du hast nie zugehört. Das ist alles ganz anders, weil der Unternehmer ist doch nicht lohnabhängig. Der Einzige, der vom Lohn abhängig ist, der ihn kriegt. Also deswegen heißt er ja auch Lohnabhängiger. Ja.
Der Unternehmer ist profitabhängig. Na, ehrlich, ja, ich dachte, ja, das habe ich mir gedacht. Da ist es wieder. Da ist ja Profit. Boah, was ist denn? Nicht mehr Profit ist doch nichts anderes als das, was übrig bleibt, wenn alles bezahlt ist. Ja, sicher, aber deshalb wird doch jeder Unternehmer möglichst wenig bezahlen, dem Arbeiter. Verstehst du? Na, wird er doch möglichst alles tun, um damit nimm er. Nimm dich doch nicht so wichtig. Die paar Pfennige. Also entschuldige mal, der Unternehmer, der gute Unternehmer, der haut seinem Konkurrenten übers Ohr. Aber wie und je gnadenloser er ist, umso besser für seine Angestellten. Da ist ja einer. Wer? Ja, mein Angestellter. Ich? Ja. Sie, bitteschön, da bin ich drum, ja, Sie. Entschuldigen Sie, Herr Direktor, dass ich heute schon wieder zur Arbeit gekommen bin. Blödsinn, was ist denn das für eine Spielanlage? Das ist die Spielanlage deutscher Arbeitnehmer heute, ganz ohne Ironie. Der deutsche Arbeitnehmer von heute entschuldigt sich erstmal prophylaktisch für alles, bevor irgendwas sagt. Also entschuldigen Sie, Herr Direktor, dass ich heute schon wieder zur Arbeit gekommen bin. Ja, und was erschwerend in Zukunft 30 Minuten zu früh. Ja, ich weiß, ich bin eine große Last für Sie. Also wenn Sie so emsig weiter sind, dann sind wir bald am Ende. Ja, das habe ich von meinem Großvater, der war auch immer so unerträglich. Immer nehmen, immer Sie, immer nehmen, 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 nehmen. Wir immer geben. Was gebe ich Ihnen? Was gebe ich Ihnen denn so im Monat? Ja, das ist mir jetzt peinlich. Na, raus mit euch. Na ja, Sie haben mir das damals ja angeboten. Ich würde es heute wahrscheinlich auch nicht mehr nehmen, aber ich konnte damals nicht wissen, dass ich Sie damit in so eine Notlage bringe. Zahlen. Ich bin im Moment mit Bargeld ganz... Na, Quatsch. Ich meine, Sie sollen Zahlen nennen. 2-1. 2-1 ist da die letzte Gehaltserhöhung schon da drin? Alles inklusive. Aha. Sind Sie in der Gewerkschaft? Ausgetreten. Ausgetreten, natürlich. Und Ihre Frau arbeitet? Aufgehört. Ihr Sohn ist arbeitslos? Nein, erwerbslos. Erwerbslos. Ja, dann ist doch alles, ich meine, was führt Sie denn? Es ist die Miete. Die Miete? Die Miete. Aha. Wie hoch? 1,6. 1,6? Mein Gott, da bleibt Ihnen ja nur noch, lassen Sie mich mal rechnen. 500, ich habe Sie geschlagen. Ich hab's ist sicher. Ist sicher, aha. Ja, da können Sie ja gar nicht auskommen. Doch, das wohnen wir uns schon irgendwie zurecht, das ja. Geht schon. Reden Sie doch nicht, da brauchen Sie doch unbedingt eine Gehaltserhöhung. Ja, das haben jetzt Sie gesagt, also ich... Wie hoch? Ja, ich dachte so 200, vielleicht 300. Nee, 200. Aha, gut. Was arbeiten Sie denn bei mir? Küchenmontieren. Wie viel? Eine halbe. Pro Tag? Ja, normal. Na ja, mehr geht ja auch nicht. Ja, mein Lieber, was sage ich denn jetzt Ihren Arbeitskollegen, wenn ich Ihnen nun mehr gebe? Ich muss Ihnen ja da irgendwas sagen, nicht? Was sage ich Ihnen denn da? Kann ich Ihnen sagen, dass Sie eine ganze montieren? Eine ganze? Eine ganze. Am Tag? Ja. Ja, eine ganze, dann müsste ich 3 Stunden früher anfangen. Müsste die Mittagspause mit streichen, den Urlaub weglassen, na ja gut, abends noch 3 Stunden reinhauen. Ich kann ja meinen Sohn mal fragen, ob der am Samstag umsonst mit, dann, ja, ja. Na bitte, das ist ja, doch ein Wort. Das ist doch ein ja. Wort. Wie lange arbeiten Sie denn schon bei mir? 23 Jahre schon. 23 Jahre? Ja. Sie haben also 23 Jahre lang statt einer ganzen... eine halbe Küche nee, montiert. Ja, da müssen wir doch für einen Ausgleich sorgen. Was hatten Sie? 2-1? Ja, ich... Ja, dann sagen wir ab nächsten Monat 1-6. Da komme ich nicht hin. Aber für eine ganze, mein Lieber. Ja. Und halten Sie durch, mein Freund. In 2 Jahren haben Sie 25-jähriges Betriebsjubiläum. Da will ich Sie in der Kantine sehen. Und zwar freudig, wenn ich bitten darf. Freudig. Lustig. Schluss so wie bisher. Kannst du aber nicht mehr weitergehen. Da muss mal zurückgeschlagen werden. Hochgeächtete Honoratoren, auszubildende Ministerlehrlinge, absolut überschätzte Managementdirigenten, westdeutsche Präsidentin des Interessenvereins in Treue Reich, Kapitalflüchtlinge aus allen Deutschlanden. Zu meinem heutigen Thema, Anführungsstriche oben, so wie bisher kann es auf keinen Fall mehr weitergehen, Anführungsstriche Ende, möchte ich Folgendes feststellen, absolut meine Meinung, hundertprozentige Sahne, endlich wurde es mal zugegeben. Was ist denn bitteschön bisher eigentlich so gegangen ohne uns Arbeiter? Genau, wenn nicht sogar gar nichts. Wissen Sie eigentlich, was ein Arbeitnehmer für eine Arbeitsstunde am Ende rausbekommt? 60 Minuten. Davon gehen 15 ab für Soziales, 15 für die Lohnsteuer, 20 für den Unternehmer und von den restlichen 10 Minuten lebt man dann so vor sich hin. Und die Frau und die Kinder noch mit, wenn das keine Kunst ist, dann soll es erst mal danach machen. Aber damit ist jetzt Schluss. Und sind ganz einfach die Lohnnebenkosten auf die Dauer zu hoch. Wieso sollen wir allein für eine deutsche Wüstentruppe im Jahr 180 Millionen auf den Tisch blättern, um angeblich Waffen abholen zu lassen, die wir überhaupt nicht hingeliefert haben?
Hör mal, Rühe, du! Rühe, du verkrachte Oberstudienrat! Die Rechnung schickst du in Zukunft dorthin, wo sie hingehört. An Rheinmetall, Mauser, Dynamit Nobel. Ein Schrieb vom Finanzdir dabei. Diese Summe ist steuerlich nicht abzugsfähig. Mit unfreundlichen Grüßen, Ihr grüner Punkt mit Eichenlaub und Schwertern. Und wenn die einzigen Rohstoffe der Bundesrepublik der Geist und das Know-how sind, was soll dann bitteschön ein Bundeswirtschaftsminister, der selbst nach 100 Bildungsurlauben zu dieser Art von Produktion überhaupt nichts beitragen kann? Leistung muss sich wieder lohnen. Immer höheres Übergangsgeld, immer feudalere Pensionen. Nach oben hin offene Diät nach Auskunft der Dienstbenzinspezialistin Rita Süßmüller, angeblich so wichtig, um den Abgeordneten abzusichern und ihn unbestechlich zu machen. Ha, ich lache, hören Sie mich lache? Ich verdiene im Monat 2100 Mark und mich hat noch nie jemand versucht, deshalb zu bestechen. Ja? Hätten wir unsere Rente in der Schweiz als Festgeld angelegt, wir können alle mit 55 längst in Rente gehen. Letzte Woche ruft mich mein Banksachbearbeiter an, ich habe sicher im Grunde gehört er mir ja schon, allein schon aufgrund der Kontoführungsgebühren. Er sagte mir, hören Sie mal, Sie stehen mit 1800 Mark im Soll. Ich sage, ja und, kann das sein? Würden Sie mal so freundlich sein, schauen Sie mal nach, wo ich vor zwei Wochen stand. Ja, sagt er, da standen Sie mit 3200 Mark im Haben. Und, sage ich, habe ich Sie deshalb damals angerufen? Pass bloß auf, sonst wird die Bude eine Lohntüte wieder eingeführt. Glaubt ja nicht, dass wir weiterhin für jeden weggeklauten Arbeitsplatz ein Holzkreuz aufstellen, das wir noch freiwillig in unserer Freizeit angefertigt haben. Glaubt ja nicht, dass wir noch einmal mit diesem blöden, leeren Sarg, wo man keine Hand frei hat, nach Bonn runtermarschieren, damit ist es Schluss. Die Parole muss lauten, nieder mit dem Kleingeld, es lebe das Papiergeld. Nieder mit dem Papiergeld, es lebe das Gehalt. Nieder mit dem Gehalt, es lebe die Gehaltserhöhung. Nieder mit den Vertretern der christlich-liberalen Union. Es lebe die Belegschaft der Dortmunder Union. Ich danke Ihnen. Herr Schnieder, schön, Sie wieder zu sehen. Ja, ebenfalls. Ich glaube, das kalte Buffet ist jetzt eröffnet. Ja, es wird sein. Sagen Sie mal, wer bezahlt das eigentlich alles? Ja, würde sagen, wie immer. Niemand. Nein. Sagen Sie mal, Herr Schmitz, wann haben wir uns eigentlich zum letzten Mal gesehen? Vor 4 Jahren, das war im Jahre 2008. Nee, das war später, das war vor 3 Jahren, das war 2009. Das Datum werde ich nie vergessen. Nein, es war vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren, damals wurde gerade der Sonntag abgeschafft. Ja, das ist richtig, da haben Sie recht, aber vor 2009 haben wir Berlin zur lohnfreien Zone erklärt. Ah. Können Sie sich erinnern? Es war hart an der Kippe damals. Ja. War hart an der Kippe. Mein Gott, wenn es damals die Gewerkschaften noch gegeben hätte. Ja, ja. Sagen Sie mal, wieso haben sich die damals auf eigenes Verlangen hin eigentlich aufgelöst? Ich meine, ein paar Wochen hätten sie noch da durchgehalten, oder? Da 95. Ja, 95 war ja. Es. 95, da haben diese Leute, die da diese zusammen, diese Gemeinde, also. Die haben damals die Wahl verloren, 94, ja, 94 die Wahl verloren und danach haben sie geputscht. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, die haben damals den 1. Mai zum Karenztag erklärt. Das ist richtig. Ja, ganz recht. Und ja. Daraufhin ist der Steinkühler aus der Gewerkschaft ausgetreten und dann waren die nur noch 12. Ja. CDU. Was? Die CDU? CDU, ja. Die CDU? Ja. 12? Nein, die waren damals nicht 12. Oh, ich habe ja 2 Löffel. Oh, sag ich Ihnen, das könnte ich fressen wie 70 Rossen. Oh. Nein, die waren mal, nicht 12. Gibt es irgendwas Neues über die Pflegeversicherung? Nein, ist endgültig zu Ende. Das Lebenslimit wurde auf 70 heruntergesetzt. Nein, sagen Sie auch vernünftig. Ja. Na. Ja. Sagen Sie mal, Herr Schnieder. Ja. Glauben Sie, dass die doch noch nach Berlin umziehen? Wer denn? Wer sind die? Wer ja. sind die? Die? Ja, wenn die, wir dann, die da immer so rumsaßen. Nein, ich meine, immer so rundrum saßen. Rundrum? Also, Amphit. Amphit? Amphit. Oben war eine Bühne,
Da hat immer einer geredet, hat keiner zugehört und unten saß aber auch keiner. Wurde dann geschlossen. Schiller-Theater. Nein, das, was sie einem beim Monopoly immer hinterher schmeißen. Wasserwerk. Parteien. Das sagt mir jetzt im Moment überhaupt nichts. Das war vor meiner Zeit. Was haben die so gemacht? Keine Ahnung, es war auch vor meiner Zeit. So. Hör mal, Herr Schmitz, ein paar Jahre älter. Kennen Sie noch ein Wort? So ähnlich mit R. Rentee oder sowas. Rentee. Sie meinen Rente. Rente. Das kennen Sie auch. Das kommt von dem Wort Rentekar. Ach, da haben wir. Rentekar. Ja, Herr Schmitz, wie lange wollen Sie noch so machen? Ja, also bis 64. Bis 2064? Nein. Hab ich ja schon gesagt. Bis ich die 64 Grundstücke zusammenhalte für die 64 IOC-Mitglieder und das kleine Schloss für den Herrn Samaranch, also die Samaranch-Ranch. Ja. Und dann finden die Olympischen Spiele vielleicht doch noch in Berlin statt. Und zwar in 36er. Ich meine 2036. Also noch eine Zeit. Und Sie? Ich mache noch 3 Jährchen. Ich muss jetzt noch den Mindestlohn runterdrücken auf 12. Gehen Sie gleich auf 10. In 2 Jahren müssen Sie es sowieso. Nee, 10 geht im Moment noch nicht. Nee, das geht putzig. Ich meine, ich wundere mich eh schon, was die Arbeiter davon abhält, mal endlich. Ah, Notstandsgesetze. Notstandsgesetze? Ja, sind in Kraft. Sind in Kraft? Ja, in Kraft. Dann gehe ich auf 8. Bändiger. Haben Sie mal gedacht? Ah! Ja, also, Herr Schmitz, wann hat das damals eigentlich so angefangen, dass man die kleinen Leute dermaßen verarscht hat? 93. Schon wieder so lange, ja. 93. Hm? Mm-mm. Es ging auch nicht um Leute, es ging um die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Wir haben diesen Blödsinn, haben die Menschen aber was geglaubt? Es ging nicht um Menschen. Ja, wieder oder gegen die Menschen oder was? Ja, nein, natürlich nicht. Also es ging nicht um Menschen, weil, wissen Sie, eine Wirtschaftsdiktatur arbeitet nicht für den Menschen. Natürlich nicht. Und wenn dann noch 2 Wirtschaftsdiktaturen nebeneinander und die dann noch vereinigt. Jetzt, was meinst du damit? Keine Ahnung. Ich sag manchmal was und hab's dann ganz vergessen. Ich hab's manchmal schon vergessen, bevor ich's sag. Ich sag's gar nicht mehr. Was hab ich gesagt? Bitte? Das hab ich jetzt vergessen. Aber ich glaube, wir sollten nicht vergessen. Wer schafft denn eigentlich in diesem Lande an? Das ist ein gewisser Professor. Alzheimer. Ja, was? Ich kenne ihn nicht, aber ich glaube, wir sollten nicht vergessen, langsam abzugehen hier. Ja. Moment, halt! Jetzt habe ich was vergessen. Ich hab im Grundgesetz nachgeguckt. Es steht nicht drin. Du weißt, du sagst, es muss grundgesetzlich erlaubt sein, über alles noch einmal. Nein. Es steht nicht drin, dass der Bundeskanzler den Bundespräsidenten allein bestimmen darf. Ja, aber nein, es steht nein. Da steht aber auch nicht drin, dass ein Bundeskanzler 2000 eingestimmte CDU-Delegierte nach Berlin locken darf, um sie dort umzustimmen. Steht auch nicht drin. Stimmt nicht. Ja. Nee. Das ist aber das übliche Bild. Das übliche Bild der CDU. Ich habe da so ein bukolisches Bild der CDU immer vor mir. Bukolisch. Ja, der Hirte zählt seine Schafe und der Hütehund fährt murrend um die Herde. Naja, aber ich meine, man sollte sich. Ich glaube, wir sollten uns über den neuen Bundespräsidenten nicht zu viele Sorgen machen. Nein. Es wird ja nichts von ihm verlangt im Grunde. Außer dass er aus dem Osten sein muss. Ja. Da kann man abschließend nur sagen, ja, dann. Der Heidmann aus Dresden ist für den Kohl die Rache für die Eier aus Halle. Thank you.
Klaus Löwitsch ist Peter Strom.